So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen angespielt Tinker Island. Das habe ich mir selbst rausgesucht, das anzuspielen, aus dem Grund, dass das eigentlich so ähnlich sein soll wie Diggy's Adventure. Ich hatte mir das da mal angeschaut und eigentlich ist es gar nicht so ähnlich wie Diggy's Adventure, es ist ein bisschen was anderes. Aber es sah trotzdem sehr, sehr interessant aus und ich finde es gut, dass es auf Deutsch ist, weil ich hatte irgendwie nur gesehen, dass es auf Englisch sein soll. Aber auf Deutsch finde ich es immer ein bisschen besser. So, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Du musst einen Fluchtweg finden, aber versuche zuerst einfach zu überleben. So, wir haben hier Robert, Sekretär, hat einen Job als Sekretär, 120 Leben, 2 Punkte auf Erkunden, gehe ich mal von aus, 7 in Geschick, 4 in Handwerk und 2 in Schaden, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Fange an, die Stadt zu entdecken, indem du. Okay. Da haben wir Jenny, Reporter, also wir haben verschiedene Charaktere. Mit unterschiedlichen Stats. Und der hat eigentlich am meisten, nämlich, glaube ich, den Robert. So, den nehmen wir. Achso, wir können alle drei nehmen, ja. Wir werden alle drei nehmen, alles klar. Ich höre jetzt aber gar keinen Sound mehr. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Schau überall auf dem Sandstrand. Achso, schau, komm mal, überall auf dem Sandstrand kriege ich einen Krabben herum. Du erhältst Krabben, Tipp, Tiere und Pflanzen, die von Nahrung, Nahrung ist eine wertvolle Ressource beim Erkunden der Insel. Okay. An dem Strand gab es Krabben. Fangen dir ein paar zum Mittagessen. Gewinn 25 Nahrung, nur von 5 und 3 Sekunden. So, zack. Zack. Alle drei? Warum alle drei? Alle drei sollen wir jetzt noch nach Krabben suchen. Okay. Während du auf Krabbensuche bist, stellst du fest, dass Teile der Insel noch unerforscht sind. Du hast Küste entdeckt, tippe auf die Strandkarte, um die Küste zu, Karte zu öffnen, und dann tippe auf die Küste, um sie auszuwählen. Ich würde mal ganz kurz das Spiel neu starten, weil ich glaube, dass hier kein Sound ist. Ist nicht normal und ich mochte den Sound. Wobei, es ist. Doch, eigentlich müsste Sound sein. Na, wir warten noch kurz ein paar Minuten ab. Entdecke noch mehr, okay. Überprüfe die Küste, da sind wir aktuell und hier müssen wir hin. Und da können wir halt wieder welche reinschicken. Zack. Ich weiß nicht warum, wir immer alle drei reinpacken müssen. Aber es wird so sein. Dann läuft hier der Timer ab. Hier drei Sekunden hat es gedauert. Es wird Abend und wir brauchen bald ein Lagerfeuer. Schnell, am Strand findet man Treibholz. Nimm es, du benötigst es für das Feuer. Du hast Treibholz entdeckt. Tipp, Holz ist wie Lebensmittel eine Ressource. Du brauchst es, um in deinem Lager Gebäude zu errichten. Gut, jetzt haben wir hier wieder, müssen wir alle drei reinpacken wahrscheinlich. Dann dauert es 3 Sekunden. Und, ach so. Jetzt verstehe ich das. Ich glaube, wir müssen 5 von diesen Händen vorher kriegen. Und ich glaube, das kriegen immer. Nee, eigentlich hat der schon 7. Eigentlich müsste der das schaffen, aber gut. Die Nacht rückt näher und mit ihr die Räuber und vielleicht ein eisiger Tod. Mach schnell ein Feuer mit dem Treibholz. Du weißt, wie man ein Feuer macht, oder? Oder nicht? Beeil dich und suche etwas trockenes Gras als Zunder. Was benötigst du noch für ein Feuer? Holz haben wir ja eigentlich. Trockenes Gras, ein Stein, oder? Also damals hat man ja ganz. Wobei Stock an Stock geht auch. Feuerstein oder halt ein Stock. Ah, Stock. Du nimmst einen Stock. Brauchst du noch was? Ja. Du kannst bereits die Kälte der Nacht in deinen Fingern und Zehen fühlen. Beeil dich, sonst ist es zu spät. Was brauchst du noch außer dem Stock? Streichhölzer. Haben wir welche? Du hast keine bei dir. Netter Versuch. Zu blöd. Du kannst bereits die Kälte, okay? Schnürsenkel? Biege deinen Stock und befestige den Schnürsenkel an beiden Enden wie bei einem Bogen. Du nimmst einen anderen Stock und legst die Bogensehne um ihn herum. Und was machst du dann? Okay, also doch ganz natürlich damals Reibung Holz an Holz. Und das erzeugt dann irgendwann so viel Wärme, dass es anfängt zu brennen. Genau, mit Hilfe ist das Rollen ganz einfach. Du kannst sehen, dass sich bereits Rauch bildet. Das war eine tolle Art und Weise, Feuer zu machen. Du kannst Lagerfeuer bauen. Tipp, Lagerfeuer schalten mehr Gebäude frei. Sehr gut. Mache ein Feuer. Hier brauchen wir 10 Handwerkspunkte. Hier seht ihr 4. Hier seht ihr 6. Und theoretisch müsste das eigentlich schon reichen. Und 9, ach, keine Ahnung. Irgendwie wird das schon seine Gründe haben, dass das so ist. So, Lagerfeuer. Während du dich am Lagerfeuer wärmst, bemerkst nicht weit von dir einen Höhleneingang. Du hast eine Höhle entdeckt, setze deine Kunde Insel fort. Das wärmende Feuer regt den Geist der Überlebenden an. Hinter dem flackernden Licht erwartet dich die dunkle und düstere Insel. So, ich glaube, das Tutorial ist abgeschlossen, oder? Nö, anscheinend noch nicht.
Dann sollen wir hier mal alle reinpacken. Zack, zack, zack. Da haben wir unser Lagerfeuer übrigens. Und hier unten haben wir unsere Nahrung und unser Holz. 10 Nahrung, 20 Holz haben wir noch. Das ist jetzt nicht mehr allzu viel. Allerdings kriegen wir. Wir können Fisch sammeln. Okay, Stalaktite können wir auch sammeln als, als Rohstoff. Zack. Jenny soll was machen? Die Insel erkunden und sie auch die Insel erkunden. Es ergibt nicht so wirklich Sinn. 7 von 25. Okay. Das vermute ich auch nochmal rein. Und die kann jetzt links, oder? Naja, auch nicht. Es ergibt sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Du musst nämlich diese Leiste hier oben voll kriegen, die 20 Punkte an erkunden. Dann erst ist das Ding fertig. Und die Stalaktiten genauso. Wir haben 47, also müssen wir noch irgendwie noch 33 Punkte reinballern. Am Ende der Höhle entdeckst du einen seltsamen Sandhaufen. Was machst du? Ich untersuche ihn, selbstverständlich. Du gibst dich durch den Sandhaufen, als er plötzlich anfängt, sich zu bewegen. Unter dem Sand befindet sich ein Schiffsbrüchiger. Oliver geht jetzt mit dir. Sehr gut, wir haben einen neuen Charakter bekommen. Oliver wurde während des Sturms vom Deck geworfen. Er wurde an Land gespült und dann kroch er in die Höhle, um Zuflucht zu finden. Das nächste, an was er sich erinnert, sind deine Schritte, die durch die Höhle halten. Tipp, mit Hilfe der Überlebenden kannst du deine Aufgaben erfüllen. Mehr Überlebende bedeutet schnellere Fortschritte. Oliver erinnert sich, dass er nicht alleine war. Sein Freund Adam fiel in Ohnmacht, nachdem sie angekommen sind und wacht nun nicht mehr auf. Wirst du Oliver helfen, Adam wieder zu beleben? Na, selbstverständlich. Aber was haben wir hier oben? Has been wounded and has to rest. You can speed up healing with gems. Okay, also entweder... Ah, hier unten oben seht ihr eine Stunde, bis Adam wieder zu sich kommt. Wir können das entweder mit 31 Gems beschleunigen oder halt ein Video gucken und das beschleunigt das alles um 2 Stunden. Okay. Oliver hat einer Entdeckungsding. 100 brauchen wir dafür. Kostet 10 Nahrung. Ich habe keine Nahrung mehr. Wird er mir bestimmt jetzt sagen, oder? Nö. Jetzt interessanterweise sagt er keine Nahrung mehr. Achso, wahrscheinlich müssen wir immer nur... Der Erste muss immer nur Nahrung bezahlen. Beschleunige Entdeckung durch ein paar Edelsteine. Diesmal kriegen wir es gratis. Okay, wir haben es nicht mal gratis machen müssen. Tinker Island. Versuche am Leben zu bleiben, entdecke die Insel, bis du einen Weg findest, um nach Hause zu kommen. So. Damit haben wir erstmal das Tutorial gesprungen. Und ich mache mal ganz kurz eine Neustart-App, weil ich glaube, dass da kein Sound ist. Das ist nicht normal. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder da. Ich bin so ein Idiot. Ey. Ich habe einfach nur BlueStacks auf lautlos gestellt, um vorhin testen zu können, ob das mit dem Video richtig hing. Aber ich bin so ein Idiot, ey. Ohne Scheiß, Mann. Wie kann man da so dumm sein? Ah gut, jetzt haben wir Sound. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Wir können jetzt selbstständig alles machen, was wir hier, ne, was es hier so gibt. Ja, Logbuch ist halt das, was wir die ganze Zeit gelesen haben. Erfolge. Können wir noch später Zeug sammeln, dann kriegen wir halt ein paar Gems. Wir haben allerdings keine Nahrung mehr, das heißt, wir müssen Nahrung sammeln. Ich verstehe den Sinn davon irgendwie nicht so richtig. Aber es ist doch viel, viel mehr als 5, die wir haben. Achso, wir können das sogar nur einmal machen, das ist ja interessant. Und das kostet keine Nahrung übrigens. War auch gratis beenden. Bam. Jetzt brauchen wir hier noch einen Handschuh. Aber den können wir jetzt nicht anfangen zu starten. Ne? Das ist total dämlich. Explore the map. Karte erkunden. Okay. Packen das hier mal rein. Ach so, dann geht's los. Wir müssen also erstmal alle verbrauchen, bevor wir die losschicken können. Gut zu wissen. So, jetzt kann man gerade gar nichts mehr. Ja. Deine Überlebenden erkunden weiter, auch wenn es Nacht wird. Die Schatten werden größer und größer und du hast immer mehr Mühe, das Gelände zu durchqueren. Richte ein Lager ein. Als du das Holz für das Lagerfeuer sammelst, siehst du, wie sich ein blutiges, rotes Auge in der Dämmerung bewegt. Niemand scheint sie zu bemerken. Ah, es ist nur ein, weiß ich nicht, ein kleines Tier. Stille. Du verhältst dich ruhig und Panik zu formen, bist weiter und auf der Hut. Guter Ruf. Ich weiß. Es wird Nacht und alle versammeln sich am Lagerfeuer. Dann greift etwas an. Ein Überlebender wird gepackt und... Scheiße. nimm einen Stock. Du schnappst dir einen Stock aus dem Feuer und wirbelst ihn durch die Luft, um den Angreifer zu verscheuchen. Es klappt. Der Überlebende wurde losgelassen. Was immer angegriffen hat, läuft in den Wald zurück. Die Überlebenden loben dein schnelles Denken. Für sie bist du der Held. Sie werden für eher bereit sein, dir zu folgen. Überlebende erhalten plus eine Entdeckung. Cool.
Überlebende haben 4 Fähigkeiten. Erkunden, okay, Nahrung, Bauen und Kampf. Fähigkeiten sagen dir, wie gut ein Überlebender in einer spezifischen Aktivität ist. Verwende immer die besten Überlebenden für die Aufgabe. Ja, so wie ich das vorhin gesagt hatte, ne? So, jetzt müssen wir erstmal die Karte wieder erkunden. So, wir können theoretisch in die Höhle. Können wir was in der Höhle machen? Ich gehe nochmal ganz kurz zu unserem Strand zurück, aber hier geht es nicht, gibt es nichts, ne? Und das bringt auch nichts. Also hier, wir haben alles fertig, hier haben wir auch alles fertig. Das bringt also nur hier irgendwas weiterzumachen. So, zack, also alle drin. Kostet das Nahrung? Das kostet anscheinend keine Nahrung. Eines der wichtigsten Dinge in einer Überlebenssituation ist frisches Wasser. Im Moment musst du dich mit einem einfachen Regenwasserfass zufrieden geben. Sehr gut. Du kannst Regenwasserfass basteln. Tipp, eine stetige Quelle für frisches Wasser wird eine unmittelbare Auswirkung auf den Überlebenden haben. Der Bau des Regenwasserfasses aktualisiert alle Fähigkeiten deiner Überlebenden um 1. Du kannst es im Baumenü basteln. So, da unten haben wir jetzt ein Baumenü. Genau, da unten. Kostet uns 40 Steine. Da die Regenwassertonne. Alle Fähigkeiten erhöhen plus 1. Sehr gut. Na dann. 40 mal bauen brauche ich dafür. Zack. Und noch einmal. Na, das muss man immer noch am Anfang benutzen, die Ressourcen, weil dann hat man sie schon benutzt und da haben wir uns auch fast fertig. Bam, alles plus 1. Hm. 400, was ist das denn bitte schön? Eine Wasserzisterne, alle Fähigkeiten plus 5 erhöhen. Was haben wir noch genug? Gegenstand haben wir keine mehr. Okay, also brauchen wir 400 Holz und 500 Stein dafür. Heißt, wir dürfen erstmal ein bisschen weiter erkunden. Hier haben wir übrigens das Regenwasserfass. Und da haben wir bekommen. Okay, dafür, dass wir was erkundet haben, kriegen wir hier. Futti. Okay, 30 Sekunden dauert das jetzt. Futter und. Ja, Holz können wir hier kriegen. Das dauert 25 Sekunden, das dauert 20 Sekunden. Ab 20 Sekunden ist es wohl gratis. 30 Sekunden hat sogar gedauert. Und das ist ab 20 Sekunden gratis. Okay. Zack. Und da kriegen wir 50 mal Holz. Und jetzt brauchen wir hier noch die Nahrung. Nehmen wir alle mit natürlich. 40 Nahrung ist nicht wenig. Und hier unten seht ihr anscheinend unsere Kapazitäten. Hier nicht. Wohl immer prozentual, gehe ich mal von aus. Ein Überlebender nimmt einen unreifen Apfel und isst ihn. Nach einer Weile hörst du die Beschwerden über die Magenschmerzen an. Ein Überlebender bekommt minus 10 Herzen. Einfach toll. Tipp, in der linken oberen Ecke der Überlebendenkarte findest du die Gesundheitsleiste. Sie stellt die Gesundheit der Überlebenden dar. Unfälle, Vergiftungen, Krankheiten und Kämpfe können die Gesundheit reduzieren. Wenn die Gesundheit unter Null fällt, wird der Überlebende bettlägerig und ruht sich im Überlebenmodus aus. Du musst warten, bis es dem Überlebenden besser geht oder du kannst die Heilung mit Edelstein beschleunigen. Okay, also so wie es Adam gerade geht. Ja, die Olle hat einen Apfel gegessen, der eigentlich nicht für sie war. Aber gut, so ist es dann halt. Jetzt darfst du dich dann erstmal ein wenig erholen. Also ist ja noch nicht tot, aber... Warum, vor allem, warum ist die ein Apfel, blöde Kuh? Was geht's hier weiter? So, von der Insel weiter... Also man sollte wahrscheinlich immer alles... ja, Steinchen. Eine Minute. Und 35 Sekunden. Wir brauchen mehr Überlebenden, glaube ich. Dummerweise kann man nebenbei nichts anderes machen, oder? Das ist ein bisschen ärgerlich. Das finde ich ein bisschen schade. Also muss man jetzt halt immer warten. Bis das fertig ist. Das kostet natürlich ordentlich Zeit. Etwas uncool, aber das System an sich ist geil, aber man muss halt zu viel warten. Ich finde, das ist nicht so in Ordnung. Ja, wir müssen auf jeden Fall Insel für Insel 13. So, kann man jetzt noch ein anderes? Und hier zum Beispiel das auch noch. Jetzt dauert das 60 Sekunden, hier dauert es 30 Sekunden. Ich glaube, ich habe ja einfach zu viel. Ich hoffe mal einfach, das reicht. Aber man kann das, ihr seht, man kann das halt unterschiedlich verteilen. Das
So, das ist fertig. Jetzt können wir also noch alles in die Stadt. Achso. Gut, das ist natürlich ungünstig. Und so lange da noch, okay. Schau, ein Paket wurde an Land gespült. Vielleicht ist etwas Brauchbares drin. Tipp, mit Hilfe des Pakets kannst du eine Anzeige sehen oder hältst als Belohnung kostenlose Edelsteine. Tippe das Paket an einem Okay. Du hast so viel Material. Bauen wir eine Hängematte, auf der du deine müden Beine ausruhen kannst. Danach wirst du viel mehr tragen können. Du kannst Hängematte basteln. Tipp, die Hängematte ist ein Gebäude. Mit dieser Art von Gebäude erweitert deine Ressourcenbegrenzung, was es dir ermöglicht, neue Sachen zu bauen und zu erkunden. Das Erweitern deiner Ressourcenbegrenzung ist für den Fortschritt im Spiel wichtig. Weswegen solltest du diese Art von Gebäude Priorität haben? Dann Hängematte. Zack. 50 Punkte brauchen wir. 50 Punkte in Handwerk. Die hat 10, der hat 7, der hat 5, er hat 3. Dafür hat er 9 davon. Das heißt, er geht da rein. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das könnte man durchaus als kleines Let's Play weiterführen. Ich finde das schon an sich ganz interessant. Wir machen das auch, glaube ich, mal. Ich glaube, das ist dann die erste Folge vom Let's Play. Ja, alle Rinder, okay. Und da machen wir ganz kurz eine kleine Pause. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Tinker Island. Ich finde, das ist eigentlich ganz interessant. Und mal gucken, wie lange wir das weitermachen. Na denn, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Tinker Island. Ciao!